Neu im Regal. Die Serie, die ihr lieber guckt als die eigentlichen Verkostungsvideos. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls. Und es ist ein Monat rum. Und deswegen gibt es ein Neu-im-Regal-Video bei mir. Also, was ist bei mir im letzten Monat, im Juli 2021, dazugekommen? Frage des Tages können wir ganz kurz und knapp machen. Wie immer, was gibt's Neues bei euch? Was ist dazugekommen? Wieso habt ihr die Whiskys gekauft? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin immer sehr gespannt und manchmal sogar ein bisschen inspiriert und überlegt dann, ja, den könntest du eigentlich auch mal kaufen. Insofern unten in die Kommentare einfach schnell reinschreiben, was ist bei euch neu, so im letzten Monat oder wenn es gar nichts gab, vielleicht im letzten Quartal. Ich bin sehr gespannt. Ja, im letzten Monat, beziehungsweise im letzten Video zum Juni, da stand ich am Ende hier in einem Berg von Abfüllungen und Flaschen. Da gab es, glaube ich, 9 neue Whiskys. Heute gibt es 6 Sachen, die ich euch vorstellen möchte. Davon sind 4 Whiskys dabei und 2 Sachen, die noch nicht in die Kategorie Whisky fallen, beziehungsweise eher als Zubehör gelten. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, ist dieses Glas. Ihr habt es schon in den letzten Videos gesehen, dass ich es benutzt habe. Das 1920s Blenders Glas. Ist nicht günstig. 25 Euro habe ich bezahlt. Kommt aber in einer schönen Verpackung und ist natürlich ein ziemlich, ziemlich großes Glas. Ich war anfangs nicht so begeistert, muss ich zugeben. Habe gedacht, ja gut, okay. Aber man muss sich ein bisschen in das Glas ja reinfühlen, ein bisschen reinfinden und dann hat man hier ein wirklich spannendes, schönes Erlebnis und mittlerweile möchte ich dieses Glas auf gar keinen Fall mehr missen. Man hat einfach eine sehr schöne, große Oberfläche bei dem Glas und kann den Whisky da schön verteilen, hat dann die Aromen wirklich toll gebündelt. Man muss sich rantasten, man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe es in Verkostungsvideos jetzt ja schon benutzt und man merkt einfach Fassstärken zum Beispiel. Sollte man wirklich erst mit der Nase rangehen, erst das Aroma aufnehmen, wenn die schon ein bisschen länger im Glas sind, wenn ein bisschen was von dem Alkohol verflogen ist. Einige haben gesagt, also Fassstärken würden sie damit gar nicht verkosten. Ich finde, das geht, aber man muss sich ein bisschen an das Glas gewöhnen, hat dann aber vor allen Dingen halt für die Aromatik, für die Nase, für den Geruch wirklich, ich will nicht sagen Vorteile gegenüber einem Glencairn, aber für mich durchaus, wenn ich mich mit einem Whisky richtig auseinandersetzen will, ist es einfach ein sehr schönes Glas. Trinken und so weiter ist ein bisschen umständlicher, finde ich. Man muss das Glas sehr weit nach hinten nehmen, ja, damit hier dann überhaupt was über die Kante kommt. Es ist sehr schwer, es ist sehr groß. Das nimmt man jetzt nicht mal irgendwo mit hin. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Glas und ich werde direkt demnächst mal ein kleines Vergleichsvideo drehen, denke ich mal. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also das erste diesen Monat neu, beziehungsweise im Juli neu, das 1920s Blenders Glas. Als nächstes stelle ich euch einen Whisky vor, von dem es schon ein Verkostungsvideo gibt. Ein 17 Jahre alten Whisky von Sansibar und deinwhisky.de im Joint Bottling 2003 destilliert, 2020 abgefüllt. 53,4% Fassstärke, 136 Flaschen gab es nur. Bourbon Cask Matured. Und was steht drauf? Secret Sky Distillery. Das ist natürlich eine große Frage, was für eine Brennerei das sein könnte. Wir haben es hier also sehr eindeutig mit einem Talisker zu tun. Das Video habe ich gedreht, ihr könnt dafür die Verkostungsnotizen gerne reingucken. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ist ein sehr schönes Bourbonfass, hat fast keinen Rauch, hat aber zum Beispiel den Chili Catch so ein bisschen schon mit dabei. Und das war ein Whisky, der kam für, lass mich lügen, 120 Euro auf den Markt, war innerhalb von 2-2,5 Stunden ausverkauft, ging also ganz, ganz schnell, sodass auch das Video nicht zu einem Zeitpunkt online gehen konnte, wo der noch frei verkäuflich war. Und mir hat er aber sehr gut gefallen, hat ein schönes Etikett, eine schöne Flasche, das sind glaube ich die Sansibar Standardflaschen,
Kommt einfach sehr hochwertig daher, hat jetzt keine Umverpackung, sondern die Flasche spricht hier einfach für sich. Und ihr seht ein bisschen, was ist noch drin. Der wird jetzt nicht mehr viele Monate halten, aber einfach ein toller Whisky, Secret Speyside. Keiner weiß, wo es herkommt. Fast die gleiche Flasche und hier kommt das Video demnächst, beziehungsweise sehr zeitnah. 24 Jahre Kleinlisch, auch hier Bourbon Cask, 283 Flaschen in diesem Fall, 54,9% aus der gleichen Serie Sansibar, deinwhisky.de. 250 Euro die Flasche, der müsste auch zumindest jetzt, wo ich es drehe, noch verfügbar sein. Kein günstiger Whisky, so viel ist sicher. Wahrscheinlich einer der teuersten Whiskys, die ich selber gekauft habe, aber der Füllstand der Flasche verrät euch wahrscheinlich, was damit passiert ist. Ich hatte ein Tasting, wo die beiden Abfüllungen mit drin waren, wo auch der 500 Euro Mordlachen mit drin war. Und der hat mich nicht losgelassen nach diesem Tasting. Ich habe den probiert und fand ihn so toll. Das ist einfach ein super, super gutes Bourbonfass. Kleinlisch ist jetzt halt auch keine Brennerei, die man so häufig trinkt. Und ja, der hat mir einfach richtig gut gefallen und da musste eine Flasche her. Und zum Glück gab es einige, die mir da einfach mit der Einschätzung vertraut haben. Und deswegen Kleinlisch hier, also nach dem Tasting. Bei dem Tasting hatte ich den schon, allerdings noch nicht probiert gehabt. Und dann kam dieser hier halt und der war wirklich toll. 250 Euro für 24 Jahre. Ich weiß nicht, ob man die Diskussion führen muss. Es ist ein stolzer Preis. Da kann man sich auch andere Sachen für leisten, die nichts mit Whisky zu tun haben oder andere Whiskys. Aber ich finde, im Bereich Whisky ist es leider ein Preis, der mittlerweile, entweder man geht es mit oder man geht es nicht mit, aber der mittlerweile Standard ist. Die Diskussion führt leider nirgendwo hin. Also ich würde die auch gerne führen, wenn man irgendwie einen Einfluss drauf hätte, aber aktuell führt die einfach nirgendwo hin. Und dafür ist es ein sehr, sehr schöner Whisky. Es trifft das gleiche zu wie auf den Talisker Secret Speyside. Schönes Etikett, schlicht mit dieser sehr schön designten goldenen 24, die da vorne so ein bisschen glitzert. Und ja, das bringt Spaß, ist ein toller Whisky und wenn ihr mehr Eindrücke haben wollt, dann abonniert ihr, dann kriegt ihr nämlich mit, wenn das nächste Video zu diesem Tropfen online geht. Ja, kommen wir zu einem, der kein Whisky ist und das war ein Spontankauf, weil ich das einfach sehr, sehr spannend fand. Das ist Baltic Sea Highland Spirit Edition Number 2. Und der heißt nur Baltic Sea, weil wenn man unten drunter guckt, dann steht da Distilled at Glenmorangie Distillery 2016, 46%, 350 Milliliter. Der Preis steht oben noch drauf. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. 16,50 Euro. Und was ist der Clou bei diesem Whisky? Hier steht auch drauf Bottled 2018 und unten in der Ecke steht tatsächlich noch One Year Old. Also ein Jahr, deswegen auch noch eine sehr, sehr helle Farbe. Er ist schon nicht mehr wie Wasser, aber hat so einen kleinen, gelblichen Stich drin. Aber es ist halt ein quasi New Make, leicht gelagerter Glenmorangie hier abgefüllt von Whisky Krüger. Ich war vor 2 Wochen, vor Ort mal wieder. Wir waren im Hotel um die Ecke, haben ein bisschen Auszeit gemacht, ein bisschen Urlaub, sage ich mal. Und da war Krüger 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Wir sind da häufiger mal und da schaue ich immer rein. Und während die normalen Abfüllungen bei Krüger, also die Abfüllungen, die man überall kaufen kann, jetzt nicht die Eigenabfüllung, für mich dann preislich ehrlich gesagt nicht so besonders attraktiv waren, finde ich solche Eigenabfüllungen halt immer spannend. Es gab auch noch einen Sour Mash Bourbon und ein paar ganz coole Sachen, die mich interessiert hätten. Aber ich habe mich jetzt einfach als kleines Mitbringsel hier für die Baltic Sea Edition Nummer 2 von Glenmorangie entschieden. 813 Flaschen gab es, das hier ist die 733. 16,50 Euro ist jetzt, wenn man das mal so mitnimmt, nicht besonders teuer. Wenn man es auf eine große Flasche
hochrechnet 33 Euro. Klar kriegt man da bei Glenmorangie auch schon einen richtigen Whisky, sage ich mal, also einer, der sich so nennen darf. Aber für mich einfach eine ganz spannende Sache. Ich bin ja sowieso ein Fan von New Mix und hier mit einem Jahr Lagerzeit, das ist für mich ja quasi noch als New Make zu erkennen. Und da bin ich sehr gespannt. Den werde ich definitiv auch demnächst mal verkosten. Schaut wahrscheinlich kein Mensch zu dann. Aber das ist einfach was, was ich persönlich total spannend finde. Und deswegen musste der von Krüger mit, Glenmorangie, ein Jahr alt. Und damit haben wir schon die perfekte Überleitung zu den letzten beiden Whiskys, denn das sind wieder die beiden Whisky-Auktions-Whiskys von Whisky Krüger. Also dieses Mal habe ich zwei ersteigert. Ein Wort vorweg, wenn wir über die Whiskys aus dem August sprechen, dann werden wir keine Auktions-Whiskys haben, denn es findet... Oder es hat keine Auktion jetzt zum Ende Juli stattgefunden, da war Sommerpause bei Whisky Auction. Das heißt, wenn ich im August, vielleicht am Ende August was ersteigert, dann kommen die erst ins Video im September. Aber jetzt sind es zwei Flaschen, von denen auch eine schon besprochen wurde. Die erste, diese hier, habe ich allerdings noch nicht besprochen. Und das ist ein Ardmore von Cadenheads, abgefüllt 2021, 8 Jahre, 46%. Und naja, man sieht ganz gut wahrscheinlich, was mich an diesem Whisky gereizt hat. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es nach der Bearbeitung und so rüberkommt, aber der ist sehr, sehr, sehr dunkel, fast schwarz. Wenn man ihn gegen das Licht hält, kommen so rote Reflexe durch. Aber das Ding ist eine sehr, sehr dunkle Suppe. 50% Sherryfass, 50% Bourbonfass steht hinten auf der Flasche drauf. Das finde ich erstaunlich. Jetzt weiß ich, viele regen sich innerlich schon auf, sind schon wild am Kommentare tippen und sagen, wieso kaufst du so einen Scheiß, da war das Fass doch total nass, ist was für Farbtrinker, was auch immer. Also erstmal guckt mal, was hier neben mir steht, ja. Zwei Ex-Bourbon-Fässer, ein noch nicht fertiger Whisky, ganz, ganz hell, ja, und die durchaus nochmal deutlich teurer als das, was ich hier bezahlt habe. Ich selber sag auch immer wieder, ich bin ein Fan von Ex-Bourbon-Fässern. Aber hier, Ardmore, wisst ihr auch, bin ich ein Fan von. Der hat mich einfach, ja, manchmal ist es so, in so einer Auktion lacht einen sowas an und dann ist man bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Ganz günstig war der am Ende nicht, aber ich habe gesagt, komm, ich gehe hier mal mit. Ich hatte nicht so viele Whiskys, die mich interessiert haben, war dann bereit, ein bisschen mehr für den springen zu lassen. Er ist noch zu, er wird definitiv aufgemacht. Das ist jetzt also keine Bottle, die hier stehen soll, damit ich sie irgendwann mal weiter flippen kann oder irgendwas. Sowas mache ich generell nicht. Außerdem war der Einkaufspreis dafür zu hoch. Das würde sich nicht lohnen. Dafür muss er viele, viele Jahre hier stehen. Und ich bin einfach viel zu neugierig. Ich denke auch, dass hier ein nicht ganz leeres Sherryfass verwendet wurde. Man weiß es nie so genau, wie so eine Farbe zustande kommt. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, dass das rein aus einem 50% Sherryfass-Mix kommt. Oder es waren auch noch sehr dunkle Bourbonfässer, die es dann kaum aufgehellt haben. Keine Ahnung. Also der einfach, die Farbe, die Brennerei, Cadenheads, ist ein gutes Gesamtpaket gewesen, dachte ich, habe ich mir ersteigert. Last but not least, Glengarry 15 Jahre Sherry Cask Matured. Wir haben hier 53,7%. Auch dazu packe ich euch oben als Infokarte die Verkostung rein. Den habe ich schon besprochen und war sehr begeistert. Nur mal hier noch kurz als Farbvergleich. Ihr kennt wahrscheinlich eher den Glengarry so von Fotos oder Messen oder wie auch immer. Also der Cadenheads schafft es da tatsächlich noch ein ganz bisschen dunkler zu sein. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht, aber es ist tatsächlich so, dass er noch dunkler ist als diese eh schon dunkle Sherry-Suppe. Also, wie bin ich zum Glengarry gekommen? Den habe ich bei Krüger auch ersteigert und er war da tatsächlich einfach günstiger, auch mit Gebühren, als wenn ich ihn in einem Laden regulär gekauft hätte. Es gab so 6, 7, 8 von denen gleichzeitig in der Auktion.
Da habe ich mir halt einen weggesnackt. Im Bordershop Put Garden wird es ihn, glaube ich, noch ein bisschen günstiger geben. Da ist er immer so um 50 Euro ein bisschen zu erwerben. Allerdings auch von Hamburg nach Put Garden ist es ein bisschen Fahrt und das lohnt sich dann auch wieder nicht. Insofern war das da einfach eine günstige Einkaufsmöglichkeit. Ich wollte diesen Whisky haben. Wäre er da im Preis so hoch gegangen, dass es sich nicht mehr gelohnt hätte, hätte ich ihn woanders dann ganz regulär gekauft. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ethische Gründe gibt, den dann normal zu kaufen. Ich glaube nicht. Wieso habe ich den gekauft? Wieso hatte ich den so auf dem Schirm? Immer, wenn ich einen Whisky im Bereich Sherry-Abfüllung bespreche, dann kommt von euch, Glengarry 15 Jahre musst du probieren. Und das ist wirklich eine Bildungslücke gewesen. Also als ich den gepostet habe, haben ganz viele gesagt, wie, den hast du noch nicht? Hä, wieso hast du den noch nicht getrunken? So, ja, auch ich habe manchmal so Abfüllungen, die einen sehr, sehr guten Ruf haben, wo ich einfach nicht dazu gekommen bin, sie zu trinken. Und ja, Glengarry 15 Jahre ist sowas. Jetzt habe ich das nachgeholt und muss sagen, ich bin wirklich schwer begeistert. Am Anfang etwas Schwefel mit drin. Der ist aber mit der Zeit, ich habe ihn jetzt eine Weile nicht mehr getrunken, am Anfang habe ich wirklich das direkt quasi rausgenommen innerhalb von einer Woche und jetzt stand er dann doch eher im Regal. Ich hoffe, es ist weg. So nach 2-3 Tagen und nach 20 Minuten im Glas ist der Schwefel raus. Zumindest war das da so. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ganz, ganz tolle Abfüllung auf jeden Fall, wenn der Schwefel weg ist. Wirklich mild, rund. Aber mit dieser Sherry-Kraft, natürlich die 53% sind einfach auch Geschmacksträger, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt sieht das hier, die Box ist natürlich leer, jetzt sieht das hier natürlich wieder doch ziemlich voll aus, mehr als ich gedacht hätte. Aber im Endeffekt war es diesen Monat weniger als im Monat davor. Also nochmal kleiner Überflug, was haben wir? Wir haben zweimal dunkle Sherry-Suppe, wenn man ehrlich ist. Wir haben zweimal aus der gleichen Serie Ex-Bourbon-Fässer, einen alten kleinlichen 17 Jahre alten Talisker. Wir haben ein neues Glas. Und wir haben quasi einen New Make Spirit von Glenmorangie. Also auch hier wieder eine weite Bandbreite. Was fehlt, sind Non-Scotch-Abfüllungen, sage ich mal. Ja, keine Bourbons oder irgendwie World Whiskies von woanders. Ich bin einfach immer noch ein bisschen fokussierter auf den Scotch. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ich habe schon gesagt, Daumen hoch, Abo dalassen, freut uns sehr, freut mich sehr. Wir machen hier ganz viel verschiedenen Content, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, natürlich primär Verkostungsvideos. Aber immer wieder sowas, die Livestreams eigentlich alle 2 Wochen, stockt gerade ein bisschen aus verschiedenen persönlichen Gründen. Neu im Regal, was gibt's noch? Den Whisky des Jahres, alle 3 Monate da ein Video. Also es gibt reichlich Content, 2-mal die Woche mindestens ein neues Video. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und Marc freut es natürlich auch. Wir sind gerade dabei zu planen, wann wir wieder gemeinsam vor der Kamera sind und dann werden direkt ein paar Videos gemacht. Dann gibt es uns also wieder zu zweit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, sucht euch einen guten Whisky aus, um ihn im Glas zu haben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.